Ja, hallo liebe Leute, Schiami hier und willkommen zu meiner Guide für Ulduar und wieder hier für 10er und 25er, da es hier keinen HC-Modus gibt. Ich bin natürlich wieder im 25er drinnen und wir machen hier alles auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Hier gibt es nur Hard-Modes, das heißt, ihr müsst spezielle Sachen im Bosskampf machen, um den Hard-Mode zu aktivieren und einen anderen Loot-Table zu bekommen. Ich mache hier nicht alles im Hard-Mode, sondern nur das, was so nebenbei mitgeht. Und ihr könnt den Boss entweder normal starten, das seht ihr hier drüben bei Bran Bronzebart, da könnt ihr einfach den Bosskampf normal starten, oder ihr macht den Hard Mode, damit müsst ihr hier mit ihm sprechen. Und dann müssen wir kurz warten, also läuft die ganz aufgeregt rüber zu Bran. Anschließend werden die Schilde hier runtergefahren und wir dürfen uns ein Fahrzeug hier aussuchen. Das einzige Fahrzeug, was für uns hier beim Solo in Frage kommt, ist hier der Verwüster. Chopper und hier die Belagerungsmaschine ist nicht sehr gut dafür. Und anschließend dürfen wir dann da durchfahren. Müssen hier nur ein paar kleinere Mobs umhauen da vorne und anschließend können wir zum ersten Boss, dem Flammenleviathan, durchlaufen. Auch der sollte uns normalerweise jetzt auf Level 100 keinerlei Probleme mehr bereiten. Jetzt dürfen wir hier einsteigen. Aber wenn ihr den Trash hier macht, benutzt niemals die 2-Taste. Ihr braucht die ganzen Pyrit-Stacks für den Endboss. Ihr könnt natürlich hier nochmal nach oben wechseln, ihr seht hier unter der Karte, könnt ihr Position wechseln, dann könnt ihr hier oben die Pyritfässer runterschießen und anschließend ranziehen, da könntet ihr das Pyrit nochmal aufladen. Manchmal sind die Fahrzeuge aber verbuggt, das heißt, wenn ihr in den zweiten Sitz geht, kann es sein, dass das Fahrzeug einfach zerstört wird, das weiß ich bis heute noch nicht, warum das so ist. Trotzdem, wir fahren hier einfach mal gerade durch. Die Türme müsst ihr nicht machen, die Zwerge könnt ihr so nebenbei ein bisschen wegbomben, die sind nicht weiter störend. Halten nichts aus, euer Fahrzeug hat durch euer Item-Level schon so viel HP und macht so viel Schaden, dass es relativ egal ist, was euch danach rennt. Und wir hauen hier nur die bisschen größeren schnell weg. Normalerweise ist das ein Schuss bei den ganz großen zwei, wenn ihr sie genau trefft. Ich schaff's hier gerade nicht. Jetzt. Hauen immer nur die Großen weg, fahren hier einfach ganz gerade durch, da ganz vorne beim Tor finden wir dann den ersten Boss. Ihr seht, dass der Hardmode aktiviert ist hier an den Kristallen, dass die Kristalle noch leuchten. Wenn euch der 4er Hardmode wirklich noch zu schwer ist, dann könnt ihr da runterfahren, zum Beispiel zu dem Turm, wo ihr das Grüne seht, oder da drüben ist das Rote und so weiter und so fort. Könnt ihr die Türme noch extra zerstören, das heißt, ihr könnt den Hardmode ein bisschen abschwächen. Und wenn ihr alle zerstört, dann habt ihr im Endeffekt wieder den Normal. Und dadurch habt ihr aber auch immer einen anderen Loot-Table. Das heißt, umso höher der Hard-Mode ist, umso anders ist der Loot-Table, umso höher ist auch das Item-Level. Wir fahren hier einfach ganz durch. Ihr seht durch die Nameplates, ist das hier ein bisschen assig hinter mir. Versperrt ziemlich stark die Sicht. Aber das soll uns nicht weiter stören. Wenn die zu nah an euch rankommen, dann könnt ihr euch 3 benutzen, also das Rammen. Das macht auch noch gut Schaden. Könnt ihr euch hier zwischendurch umdrehen. Die Explosion hat einen ziemlich großen Radius, das heißt, es sprengt eigentlich fast alles weg, was irgendwie hinter euch steht oder auch vor eurem Fahrzeug. Und da vorne sehen wir dann, ihr müsst alle 3 Mobs plus die kleinen plus die 2 großen töten, damit Flammenleviathan da vorne rauskommt. Das hört ihr dann, weil Bran euch übers Funksignal was ansagt. Und wie gesagt, da oben seht ihr die Kristalle, sind die ausgegraut, dann habt ihr einen Hard Mode oder besser gesagt einen Turm hinten zerstört. Oder wenn alle ausgegraut sind, dann habt ihr überhaupt mit Bran am Anfang gesprochen oder alle Türme zerstört und dann seid ihr mehr oder weniger im einfacheren Modus. Die Items fürs Legendary hier drinnen haben die höchste Drop-Chance natürlich, wenn ihr den Hard-Mode macht. Oder beziehungsweise generell droppen auch nur im 25er Spielmodus. Und da könnt ihr euch den Heilerkolben zusammenbasteln, dazu braucht ihr nur 30 von den Splittern. Und hier zusätzlich noch die Quests danach abschließen, das ist alles nicht mehr weiter schwer und ist locker und einfach zu farmen. Braucht nur einfach ein paar IDs, weil die Dinger nicht eine hohe Drop-Chance haben und nur ein garantierter Splitter ist, den Yoxaron selber droppt. Backpedeln wir hier ein bisschen rum und bomben die noch weg hier. So, und dann kommt auch der Flammenleviathan da vorne raus. Ist uns relativ egal, wir stellen uns hier direkt gerade vor ihn hin. Und fangen hier gleich an, einfach mit der 2 hier den Debuff von uns zu stacken. Ihr seht, wie derbe der tickt und umso höher der wird, umso schneller tickt er und umso höher. Sobald wir die letzten 2 Stacks nur noch haben, warten wir immer kurz. Das heißt, wir bomben hier einfach mit der 1 rein.
Und jetzt, wenn so ein Viertel noch da ist, hauen wir wieder einen rauf, warten wieder. Und das Ganze nochmal dann, wenn wieder ein Viertel da ist, hauen wir hier noch die letzte Bombe mit drauf. Und dann soll der auch schon down gehen. Und das war's für ihn. Ah, die Strahlen, die ihr da gesehen habt, die blauen, da solltet ihr auf jeden Fall rausfahren, weil die euch einfrieren, wenn ihr eine gewisse Zeit drinnen steht. Und sonst gibt es da eigentlich nichts zu beachten. Wenn ihr Ingenieur seid, könnt ihr den Boss hier noch zerlegen. Gibt Ionen Erde und Ionen Feuer. Das könnt ihr, ja, manchmal kann man es noch gut im AH verkaufen für, ja, 19, 29G herum. Und das Gute an Olduvai ist, ihr müsst nicht alle Bosse machen, sondern ihr könnt euch frei aussuchen, welchen Encounter ihr denn als nächstes machen möchtet. Wir gehen hier als nächstes zum Schmiedemeister, zum Meister des Eisenwerks. Die Mobs, die haben eine ziemlich große Akku-Range hier oben, deswegen haue ich die immer mit weg. Anschließend fliegen wir hier mit dem Glider gechillt einfach schnell nach vorne. Die Mobs hier braucht ihr nicht unbedingt, die greifen auch nicht in den Bosskampf ein. Die laufen hier einfach in der Mitte schnell durch. Schade, dass man den Movement Speed nicht mehr so hart stacken kann mit den ganzen Abilities. Und dann haben wir hier Ignis, ziehen hier gleich all unsere Cooldowns. Der kann eigentlich überhaupt nichts. Wir hauen den einfach so schnell wie möglich down. Sollte die hier wirklich zu zweit drinnen sein, dann wird einer ab und zu in seinen Beutel da reingepackt. Da gibt es ein Achievement, aber sonst ist eigentlich nichts weiter dabei. Seht, hier haben wir schon einen von den Legendary Splittern. Und dann ist der Boss auch schon down. Und wir können hier zurück nach oben laufen. Und dann gehen wir gleich weiter. Einfach gegenüber ist Klingenschuppe, ist der nächste Encounter. Der dauert wieder ein bisschen länger, weil wir eine gewisse Zeit brauchen, bis die Geschütze wieder alle stabil sind, damit wir den von der Luft runterholen können, weil den können wir nicht mal attacken auf die Range. Inzwischen mounten wir auf unser Tundra-Mammut auf und können hier ein bisschen Zeug verkaufen wieder, weil hier droppt wieder relativ viel. Ich habe hier auch noch den Loot von den anderen Instanzen alles mit. Wir starten hier schon mal das Event, dazu braucht ihr hier nur den Glatzkopf anzureden. Kommandant der Expedition, wir sind bereit zu helfen. Ihr seht hier die Geschütze, wir brauchen alle vier aktiv. Ihr könnt die auch schon vorher aktivieren, das ist egal. Und sobald alle vier Ketten sind, dann wird Klingenschuppe da oben vom Himmel runtergeholt. Und wir können Schaden gegen den machen. Ich verkaufe hier noch ganz schnell fertig. Alles, was ich gerade nicht so brauche, so. Und dann sollten wir hier in der Zwischenzeit die Zwerge umhauen. Wie gesagt, ich mache hier nicht die Achievements mit. Die Achievement, oder besser gesagt, das Video für die Achievements, das ist dann ein extras und ich zeige euch das, wie ihr das solo machen könnt. Beziehungsweise soweit es solo geht immer. In Uldur normalerweise fürs Drachen-Achievement gehen mittlerweile alle solo. Und für die anderen Instanzen, ja, das sehen wir dann alles noch. Ich mache auch alle ganzen Dungeon Meister solo, also wie ihr zu den ganzen Mounts halt generell kommt, aber das kommt dann alles noch in anderen Videos. Hier geht es rein darum, wie man die Instanz überhaupt solo macht. So. Dann können wir hier ein bisschen warten. Ich werde schon wieder im Steam angetextet. So, das erste bzw. das zweite Geschütz ist bereit. Ihr seht das hier, dann kann man die anklicken. Wir fangen da schon mal an, die anzudrücken. Ihr seht, da gehen die Ketten hoch. Anschließend müssen wir hier wieder weiter die ganzen Zwerge killen. So, nächste Geschütz ist bereit, dann brauchen wir nur noch eines. Und dann können wir da schön Damage machen. Oh Mann, werde ich schon wieder gespammt hier auf Steam. So, Entschuldigung. Und jetzt haben wir hier den Boss runter. Wir ziehen hier gleich wieder alle CDs. Rotzen hier rein, was geht. Anschließend, wenn ihr gewisse Prozentzahl erreicht habt, normalerweise ist es 30%, dann ist er auf dem Boden gebunden. Das heißt, er hebt dann nicht mehr ab. Solltet ihr zu lange brauchen, dann löst er sich von den Ketten wieder, fliegt nach oben und die ganze Phase, was ihr gerade gesehen habt, beginnt wieder von vorne. Wir gehen jetzt hier noch weiter, haben wir den Boss schon easy geschafft und zwar ist als nächstes XD002 Dekonstruktor an der Reihe. Der Boss wurde von seinem Wutanfall, was er da gehabt hat, auch schon runtergenervt, das heißt, es macht keinen prozentuellen Schaden mehr und sollte euch jetzt auch keinerlei Probleme mehr bereiten.
Ihr solltet hier an den Seiten auf jeden Fall die Mobs umhauen, weil ihr sonst das Problem habt, dass die Infight eingreifen, weil er hier in den Ecken immer Mobs spawnt. Deswegen ist mir das immer lieber, die vorher zu killen, weil die stellen dann immer so ein behindertes Schild auf, die den erlittenen Schaden verringert. Machen wir lieber so. Sind wir auf der sicheren Seite. So. Da haben wir den Dekonstruktor. Wie gesagt, wir machen hier auch wieder den Hard Mode. Weil der geht auch wieder schön nebenbei mit. Wir müssen den dafür einfach nur auf 30% oder 30% abziehen. Anschließend legt das hier sein Herz frei. Das seht ihr jetzt runterfahren hier. Und sobald wir das getötet haben, dann ist er im Hard Mode drinnen. Und anschließend hat er wieder mehr HP. Und jetzt müssen wir ihn einfach nur noch ganz gechillt runterspielen. Der kann sonst nichts. Das spawnen ab und zu noch, wie gesagt, die Ads hier bei den ganzen Haufen. Ihr seht da hinten schon welche daherlaufen. Das sind so kleine Heilroboter und andere. Seine Stimme ist auch einfach nur der Hammer. Und ja, wie gesagt, das sollte eigentlich kein Problem sein. Die Heilroboter heilen ihn nicht sehr viel, wenn sie durchkommen sollten. Ihr könnt die natürlich auch noch vorher einfach umhauen. Müsst ihr aber auch nicht. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts dazu zu sagen. Stirbt auch genau bevor die Heilroboter da sind. Und das nächste Fragment ist auch schon mit drinnen. Auch den können wir als Ingenieur wieder zerlegen. Droppt auch wieder, ui, den Bauplan, den habe ich noch gar nicht. Wunderbar, können wir endlich mal Chiefs herstellen. Wer sich schon immer mal gefragt hat, wo man den herkriegt, den gibt es hier in der Instanz. Entweder vom Zerlegen der Bosse oder hier von den Mobs. Und dann anschließend nehmen wir hier den Teleporter und porten uns in die Vorkammer rein. Hier müssen wir auch den Trash wieder machen, da kommt man nicht durch. Oder ich glaube, man kommt schon durch, aber nur mit Stealth. Da vorne kommen wir durch, das weiß ich noch. Da sprinten wir einfach schnell dran vorbei. Anschließend gehen wir hier zuerst nach links, anschließend nach rechts und dann nach oben. Für Algalon braucht ihr die Quest nicht mehr, das heißt, ihr könnt einfach so reinlaufen. Die Quest kann man immer noch machen, da ist ein bisschen Gold am Schluss in dem Beutel drin und ein Item. Und natürlich, wer generell drauf steht, alles auszuquesten, so wie ich, der macht das sowieso mit. Und dann haben wir hier die Iron Chancel. Und hier spielen wir das Ganze wieder wie im Hard Mode. Aber wir gehen hier zuerst auf den Sturmrufer, Brundir. Und fangen hier gleich an. Ihr seht hier auch ab und zu so blaue Runen, die stellt der Sturmrufer normalerweise auf. Die erhöhen euren verursachten Schaden. Könnt ihr natürlich drinnen stehen bleiben. Ah, nicht der Sturmrufer, sondern der Runenmeister. Dann haben wir den ersten hier down. Dann gehen wir anschließend auf den zweitgrößten, hier den Wirkul-Roboter. So, und dann ist auch schon der down. Und jetzt kommt nur noch der große Stahlbrecher. Der kann sein, dass ihr gedebufft werdet, dann sterbt ihr auf jeden Fall. Das ist so ein Schmelzen-Debuff, da wieder euer verursachter Schaden extrem erhöht. Genau, jetzt habe ich ihn. Und dafür darf ich aber auch sterben jetzt. Oder kann ich den bubblen? Ne, geht immer noch nicht. So, das Schwert, das wollte ich sowieso noch haben. Das können wir uns hier gleich auf die Seite legen, weil das habe ich noch nicht. Ich habe nur das blaue. Gibt es auch wieder in Rot, in zwei verschiedenen Blautönen und einmal in Gelb, so wie es ich hier gerade bekommen habe. Ihr seht hier, beginnt zu schmelzen. Wenn ihr das im Hard Mode macht, dann kriegt ihr den Buff eigentlich so gut wie immer. Und dann sterbt ihr anschließend hier. Hier skippe ich kurz und dann geht es gleich weiter mit Algalon. So, dann bin ich auch schon wieder zurück in die Instanz gefunden. Und wie gesagt, gehen wir jetzt auf die rechte Seite und gehen hier zu Algalon. Wie gesagt, ihr braucht die Bree hier nicht mehr. Ihr braucht hier nur eigentlich ans Tor heranlaufen. Ihr braucht hier auch nichts mehr andrücken und so weiter. Das Tor öffnet sich dann von alleine. Und dann können wir hier schon rüberlaufen. Wir müssen hier auf Bran Bronzebart kurz warten, bis der dann natürlich vorne ist. Weil wir sonst das Event nicht starten können. Das Herold der Titanen Video werde ich auch die Tage mal uploaden. Das habe ich damals total vergessen. Das Video von mir ist jedoch noch aus Mist of Mandaria. Das heißt, es hat sich jetzt wieder von den Stats etc. was geändert.
die Anforderungen und so weiter, da gehe ich alles in dem Herold-Video ein. Da möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Ich werde es dann auf jeden Fall, sobald ich es hochgeladen habe, hier in dem Video auch nochmal verlinken. Und ja, das ist der Titel, wer das nicht weiß, Herold der Titanen. Den kann man nur holen, wenn man das mit 80ern macht und mit gewissen Anforderungen. So. Bran hält uns hier noch kurz einen Vortrag. Dann kommt hier auch schon Algalon runter. Genau. Jetzt können wir das Ganze gleich starten hier. Dauert wieder immer diese ganzen RP-Events. Aber ich finde das Model relativ cool von Algernon. So ein Wirkool in durchsichtig. So, jetzt können wir den einmal anschlagen. Das heißt, wir haben das Event getriggert. Müssen wir hier kurz warten. Normalerweise, sobald der Zwerg draußen ist, fängt auch dann der Bosskampf an. Genau, der Zwerg parkt jetzt hier noch rüber. So, komm, fang an hier. Wir ziehen hier gleich wieder alle unsere Cooldowns und rotzen einfach rein in ihn, was geht. Ab und zu spawnt so ein roter Kreis unter euch, da solltet ihr rauslaufen, weil ihr sonst in die Luft gekickt werdet. Und ja, ist auf jeden Fall gut, da nicht drinnen zu stehen, weil ihr sonst immer noch am Fallschaden relativ viel Schaden nehmt. Und ansonsten müsst ihr bei dem Boss eigentlich rein gar nichts beachten, den haut ihr einfach ganz normal runter und das war's dann auch schon für ihn. So, jetzt warten wir hier kurz, bis wir die Kiste aufmachen dürfen. Und das ist jetzt. Dann holen wir hier schnell alles raus und dann geht's auch schon weiter zum nächsten Boss. Und der heißt Kara irgendwas, warte mal, nee, Kologan, sowas. Ich wusste, dass es irgendwas mit K ist. Dazu müssen wir wieder zurücklaufen und anschließend die Treppen hoch. Ich weiß, die ganze Instanz ist wieder ziemlich groß, aber hilft halt nicht. Jedenfalls eine schön gestaltete Instanz. Ich mag sie relativ gerne, aber mittlerweile habe ich keinen Grund mehr hier reinzugehen. Mir fehlen jetzt mit dem Paladin nur noch zwei Splitter, damit ich die Legendary-Ding fertig bauen kann, beziehungsweise jetzt noch eine, weil es sind ja schon zwei gedroppt. Und ja, jetzt haben wir hier den nächsten Boss, der fährt hier direkt hoch. Ihr seht hier einmal rechter Arm, einmal linker Arm und einmal seinen Körper selber. Wir gehen auf den rechten Arm, direkt am Anfang, weil er uns sonst buggt und dann können wir nichts mehr machen und das wollen wir natürlich nicht. Anschließend gehen wir auf den linken Arm und dann auf seinen Torso selber. Und der Boss, wie gesagt, die Hände wachsen nach, wenn ihr zu lange braucht. Aber das sollte normalerweise auf Level 100 gar nicht mehr passieren. Und dann könnt ihr auch schon über seine Leiche hier drüber laufen. Recht cool gemacht. Und könnt ihr gleich den nächsten Loot abstauben. Und dann geht es hier weiter Richtung Hodir. Hier im Kreis läuft auch noch ein Boss rum, aber den machen wir erst nachher. Weil er gerade auf der ganz anderen Seite drüben steht. Hauen hier kurz die zwei Trash-Mobs um. Und dann haben wir hier auch schon den Champion von Hoodia. Mega großen Trash-Mob. Alle sehen hier gleich aus wie die Bosse. Die ganzen Titanen, die wir hier von der Verderbtheit von Yogg-Saron befreien müssen. Wenn ihr zu nah an die Schneehügel ranlauft, dann spawnen hier immer so viele Würmer. Deswegen versuche ich das hier so gut wie möglich zu vermeiden. Und auch wenn ihr mit Mobs daneben steht oder so, dann spawnen die direkt raus, deswegen mache ich das nicht so. Vor allem, weil die so lange brauchen. Ihr seht es, jetzt habe ich hier getriggert. Ich laufe hier trotzdem einfach weiter. Jetzt sehen die mich nicht mehr, wenn ich out of range gehe. Aber das Nervige ist halt, dass die so lange rausspringen und dass man dann meistens noch länger in Fight bleibt. Ich habe es hier mal geschafft, das nicht so zu verbocken. Die Path läuft hier auch gerade ziemlich günstig, das heißt, wir können hier auch einfach durchrennen. Aggro ich die noch? Race, race! Nein, wunderbar. So, und dann haben wir hier das Blitzeis. Da sind überall Leute von uns eingeschlossen. Die hauen wir hier als erstes raus beim Boss.
weil die uns Buffs geben, die unseren Schaden erhöhen und so weiter und so fort. Deswegen holen wir die lieber aus, anschließend, wenn die alle draußen sind, ziehen wir unsere Cooldowns, bewegen uns immer aus den Kreisen hier raus, zusätzlich immer generell hier bei dem Bossfight in Bewegung bleiben. Solltet ihr festgefroren werden, wenn ihr in der Nähe vom Lagerfeuer steht, passiert das normalerweise nicht. Das stellen auch die NPCs auf, die ihr hier befreit. Und hier ist der Hard-Mod wieder, kill ihr ihn schnell genug, dann haben wir Zugriff auf die zweite Kiste hier. Haben wir einmal die Kiste hier drüben, denn das war's ja, die sterben ja nicht, wie gesagt, wir befreien die nur aus der Verderbtheit von Yogg-Saron. Hier haben wir auch die nördliche Barriere drin, die kann man auch halbwegs im AH verkaufen für ein paar hundert G und die ist beim Anlegen gebunden. Sieht auch ganz schick aus. Und das hier ist die Hard-Mode-Kiste hier zusätzlich noch. Und dann können wir hier auf der Hinterseite wieder rauslaufen. Schauen wir mal, ja, läuft wieder gerade von uns weg. Dann gehen wir jetzt noch zum nächsten Boss und zwar ist das Thorim. Der nächste verderbte Titan. Und auch der wurde seit Patch 6.0.3 komplett gefixt. Das heißt, ihr könnt ihn jetzt auch einfach solo machen, ohne diese ganzen Bugs anzuwenden, wie man in meinen früheren Videos gesehen hat. Das war recht nervig, damit man den Encounter überhaupt machen konnte. Zum Glück wurde das alles wieder angepasst. Und ihr seht hier, ist da die Arena, da oben steht er. Wir müssen hier einfach schnell die Mobs hier in der Mitte umhauen. Sobald wir die Mobs in der Mitte down haben, ich lasse hier mal gern einen am Leben, dann können wir hier den Hebel bedienen, denn wenn wir zu lange brauchen hier runter zu laufen, dann spawnen wieder Mobs und dann wird es mit dem Hebel behindert, weil das so eine ewig lange Castzeit hat. So, dann müssen wir hier so schnell wie möglich durch. Oder was heißt schnell wie möglich, wir müssen hier einfach nur durch, alles killen, weil wenn ihr nicht alles tötet, dann seid ihr nachher so lange infight und könnt die Kiste unten nicht looten. Normalerweise müsstet ihr sonst nur die Großen hier töten. Dann geht hier das nächste Tor auf und wir können wieder weiterlaufen hier. Wir holen mal die hier noch weg. Und dann müssen wir noch den letzten Wächter hier umhauen und anschließend können wir da vorne zu Thorim hin und können ihn in die Arena reinzwingen. Nicht hier in die Kreise laufen, wenn ihr in die Kreise lauft, dann bekommt ihr einen Stun, das zögert das Ganze wieder einfach nur raus. Thorim selbst wirft mir sicher jetzt auch nochmal seinen Kolben zu. Genau, da kommt er schon. Bam. Und anschließend können wir ihn hier attackieren. Dann spricht er kurz irgendein paar Sätze und anschließend soll er eigentlich gleich in die Arena springen. Genau jetzt. Dann ziehen wir gleich unsere Cooldowns. Die Zwerge können wir hier einfach schnell wegbomben, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Das wäre normalerweise nur für die Leute, die in der Arena gewesen sind. Das hat jetzt mit dem Bosskampf eigentlich gar nichts mehr zu tun. Anschließend haben wir das hier geschafft. Sarah da oben schießt noch kurz auf uns, die despawnt aber dann mit der Zeit. So, da müssen wir kurz warten, bis wir out of fight sind, das meine ich. Denn wenn ihr jetzt auch noch die Zwerge habt, dann laufen die den ganzen Weg wieder in Slow Motion hier zurück, bis die da sind und dann könnt ihr erst die Kiste looten. So, das war auch mein dritter Splitter, jetzt habe ich eigentlich dann gar keinen Grund mehr reinzugehen. Ich könnte es zwar jetzt fertig machen, ich will das aber alles noch recorden hier für das Legendary. Da gehe ich dann nochmal in einem Extra Run rein. Und jetzt schauen wir, ob wir endlich das Glück haben, dass Auraya hier irgendwo vor uns rumläuft. Wo ist sie denn? Links nicht. Läuft schon wieder von uns weg. Die mag uns einfach nicht, glaube ich, langsam. Ist egal, dann laufen wir vorerst weiter zu Freya. Und zwar dürfen wir hier gleich wieder aufmounten. Das heißt, hier haben wir wieder Zeit, kurz das Inventar auszuleeren natürlich. Irgendwas hat mir hier noch gefehlt. Schultern, die Hose fehlt mir noch. Bei meinem Glück verkaufe ich das. Das Schild brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Das Zeug brauche ich. Das nicht, das nicht, das nicht. So, ich habe gesagt, die Hose, die ist aber noch gar nicht gedroppt. Nein, nein, nein. So, und da vorne sehen wir auch schon Freya.
Ah, ihr könnt hier ruhig den Trash polen, das ist nicht weiter schlimm, wenn er euch nachläuft. Die kann man relativ schnell totbomben. Warten hier einfach, bis sie kurz an uns dran stehen. Ich will ja keine Holy Power, um hier einzubomben. So. Wir ewig viel Loot hier, wie immer in den ganzen Mortal Kombat Instanzen. Und anschließend können wir Freya attacken. Wenn ihr hier wieder den Hard Mode machen wollt, dann dürft ihr die Bäume hier nicht killen. Die seht ihr hier ganz am Rand überall stehen. Da drüben ist der violette, da ist der grüne und da oben so ein oranger. Wenn ihr den Hard Mode aktivieren wollt, dann heilt sie sich einfach gegen den Schaden. Dann müsst ihr einfach gegenpressen. Und ihr seht, sollte nicht weiter ein Problem sein, weil sie so wenig HP hat. Da hilft ihr die Heilung auch nichts mehr. Und jetzt ist sie auch schon tot. Ich weiß, das sieht ab und zu so aus, als wäre sie schon kaputt, aber da kommt die Heilfix nochmal durch. So, und das war's auch schon für sie. Hier ist auch meine Hose drinnen, wunderbar. Bin ich ja noch kurze Zeit in Fight, solange kann ich mal die Hose hier nach oben sortieren, sonst vergesse ich die wieder. Stiefel brauche ich auch nicht unbedingt. Komm hier runter. So, dann dürfen wir wieder aufmounten. Boah. Ah, da vorne sieht man endlich mal Auralia vorbeigehen. Und die werden wir uns jetzt als nächstes gönnen. Wo ist sie denn? Komm, bleiben wir jetzt hier stehen, ey. Ah, wo rennt sie denn schon wieder hin? Nein. So, die Katzen, die sie hier mit hat, die sind uns relativ egal. Die bomben wir einfach nebenbei weg. Weil sie irgendwas brocken sollte. Die Erz können wir ja auch noch mitnehmen. Die kann wirklich gar nichts. Haut die einfach ganz gechillt runter. Da müsst ihr nicht weiter viel beachten. So, das war's auch schon für sie. Schreit hier nochmal übelst laut rum. Anschließend wird hier zu Mimiron gehen. Ist auf jeden Fall ein Blick wert, den Gang hier durchzugehen und mal mit dem Zug zu fahren und so weiter. Also wenn ihr wirklich noch nie drin wart, würde ich euch den Weg empfehlen, wenn ihr die Instanz auch wirklich mal ansehen wollt. Ansonsten könnt ihr hier einfach den Porter benutzen zum Funken der Imagination. Und dann kommen wir hier direkt an. Normalerweise fährt hier hinten der Zug dann hin und fliegen hier einfach in die Mitte rein. Wenn ihr hier wieder den Kampf normal starten wollt, attackiert einfach direkt Mimiron. Wenn ihr den Hard Mode aktivieren wollt, dann natürlich diesen Knopf nicht drücken. Das einzige, was im Hard Mode anders ist, ist, dass wir ein 10 Minuten Fenster haben, wo wir ihn töten müssen, ansonsten explodiert hier alles und wir sterben. Das soll aber absolut kein Problem sein, weil kein Mensch braucht 10 Minuten für den Kampf. Am Anfang treten wir hier gleich gegen den Unterteil an. Das ist hier so ein Panzer. Der sollte uns nicht weiter Sorgen bereiten. Den hauen wir hier einfach schnellstmöglich runter. Soll der die Schockwelle casten, da... hier den Schockschlag meine ich. Da sollte die eventuell weggehen. Und das war's auch dann schon für die erste Phase. Dann warten wir ab, dann baut er sich den nächsten zusammen und kommt hier mit mehr oder weniger dem Mittelteil und dann noch dem Kopf. Und nein, Mimiron ist nicht der Boss, wie viele meinen, der das Mount droppt. Das heißt zwar Mimirons Kopf, das droppt aber nicht hier, sondern von Yogg-Saron selber. Wer das immer noch nicht weiß. Diese Zone wird sich in 10 Minuten selbst zerstören. Ihr seht, hier kommt der nächste. Hier müsst ihr aufpassen, das spawnt ab und zu ein roter Kreis unter euch. Ich weiß nicht, ob das schon runterskaliert wurde, aber vorher war es immer ein One-Hit. Kann sein, dass das jetzt immer noch so ist. Wir warten jetzt einfach hier ab, bis er endlich anfängt. Und zwar jetzt. Und das Feuer hier ist uns auch egal, das macht auch keinen Schaden. Sein normaler Beschuss macht auch keinen Schaden. Das heißt, wir hauen hier nachher einfach wieder ganz gechillt runter. Unsere Cooldowns behalten wir uns schön auf für die letzte Phase, weil da kommt dann einfach alles nochmal auf einmal nur zusammengebaut. Also ein Riesenroboter. So ist auch schon der down. Ihr seht hier den Einschlag. Da schießt er dann so eine Rakete drauf. Und jetzt kommt nochmal der Kopf. Das einzig Blöde beim Kopf, wir können ihn nur mit Range Attacks und komischerweise Auto-Hits schlagen. Also wenn wir direkt darunter stehen, dann treffen ihn auch unsere Auto-Hits.
Special Attacks treffen ihn sonst nicht. Wie gesagt, nur Range-Attacken. Als Paladin halt Richturteil, Exorzismus und so weiter und so fort. Eventuell auch das Urteil, wenn ihr Holy Bar habt, weil das auch eine gewisse Reichweite hat. Und hier warten wir einfach ab, bis er endlich angreifbar ist. Hier würden auch noch Roboter spawnen. Einmal die Löschroboter, die nicht umhauen, weil die löschen hier das Feuer wieder. Und einmal so andere Roboter, da die droppen ein Item, das könnt ihr looten und auf den Kopf anwenden. Dann ist er für kurze Zeit auf den Boden gebunden. Ihr seht, die Auto-Hits hier kommen durch. Das Urteil reicht auch bis nach oben. Genau das hier ist der Roboter. Den könnt ihr hier zum Beispiel einfach umhauen. Der droppt dann den Kern. Den haben wir hier, nehmen wir ihn ins Starship, benutzen den Kern. Und anschließend wird er für kurze Zeit auf den Boden gebunden. Dann treffen wir ihn natürlich mit allen Attacken hier. Sprottbotter können wir auch noch umhauen. So Bombenbots wirft er noch von oben runter. Die interessieren uns aber auch nicht, weil die machen alle keinen Schaden mehr. Und jetzt warten wir einfach ab, bis er sich komplett zusammengebaut hat. Ihr seht's, jetzt fährt das Ding hinten wieder raus, dann steckt er sich hier komplett zusammen. Boom und boom. So, hier ist das Ding, hier müssen alle drei circa gleichzeitig sterben. Wir haben ein kleines Zeitfenster, circa 30 Sekunden Abstand, wo sie sterben dürfen. Ansonsten reparieren sie sich einfach wieder. Jetzt ziehen wir hier unsere Cooldowns, fokussieren unseren Schaden bzw. den Richtspruch gleich mal auf den Kopf oben. Und der Kopf droppt eigentlich jetzt schon von alleine, jetzt gehen wir hier auf die Mitte. Hier kommt wieder dieser Schockschlag, der kickt uns eigentlich nur weg, macht auch nicht mehr so viel Schaden. Unterteil ist auch tot, aus dem Kreis unbedingt rauslaufen. Und das war's für ihn, alle drei Teile sind down und das war's dann auch für den Encounter. Und dann spawnt hier wieder in der Mitte die Kiste. Den Bot selber dürfen wir wieder zerlegen, sobald wir ihn gelootet haben. Dort wieder jede Menge Ionenzeug. Schon wieder ein Fragment, brauche ich gar keins mehr, weil da habe ich jetzt schon alle. Ups. Und dann müssen wir hier wieder nach oben laufen. Das heißt, wir haben jetzt alle Wächter fertig. Ihr seht das jetzt gleich oben, das zeige ich euch jetzt. Was ihr machen müsst, um bei Yogg-Saron überhaupt eine Chance zu haben, das Mount zu ergattern. Wir müssen hier nur zuerst wieder zurück hoch. Und ein Boss wartet dann noch zwischen uns und Yogg-Saron. Ihr lest das hier, das Uraltetor der Hüter wird entriegelt, das heißt, dass wir dann unten durch können. Ihr portet euch hier zum zerschmetterten Gang. Das heißt, wir sind wieder hier oben. Ihr seht hier die Wächter oben. Ihr dürft die nicht anreden. Also wenn ihr eine Chance auf das Mount haben wollt, dann dürft ihr diese Wächter nicht anreden, weil sonst porten die sich, oder beziehungsweise aktivieren eine Fähigkeit, die euch den Kampf bei Yogg-Saron erleichtern. Und um eine Chance auf das Mount zu haben, muss man das machen, ohne den Kampf zu erleichtern. Jetzt müssen wir hier einfach wieder links die Treppe runter, anschließend hier links rein. Und dann sind wir hier schon vor einem gesichtslosen Schrecken. Der spawnt so ein Abbild von sich, oder beziehungsweise so ein Leerwandler. Den müsst ihr zuerst umhauen, weil der schildert sich sonst. Und anschließend können wir ihn töten. Und dann dürfen wir hier durchs Tor durch. Und runterlaufen zum General, zum vorletzten Boss hier in der Instanz. Die Tore kann man immer schon vorher durchlaufen. Ist natürlich, wenn man hier ganz langsam und gechillt durchgeht, schaut euch auf jeden Fall hier die ganzen Bilder an und so weiter. Ist echt geil gemacht, die Instanz, finde ich richtig schön. Eine richtig geile Halle hier. Ansonsten, um es hier zu beschleunigen, kann man hier nochmal den Ingi-Gleiter ziehen. Dann kommt man komplett durch runter. Und ist dann anschließend hier in dem geilen Raum und hat hier den vorletzten Boss und nochmal jede Menge Trash-Mobs. Hauen hier schnell die Trash-Mobs über den Haufen. Hier haben wir wieder die Gesichtslosen, die spawnen wie gesagt wieder die komischen Leerwandler-Mobs, die wir zuerst töten sollten. Ja, ich weiß, ich habe immer noch kein Autoloot drin, aber ich stehe da einfach nicht drauf. Ich mag das einfach, das ganze Zeug durchzukriegen. Außerdem buggt der Autoloot bei mir manchmal. So, letzte Trash-Gruppe hier noch in der Instanz. Plus ein Trash-Mob da drüben noch. Aber das leeren Biest.
Boom, boom. So, das war's auch schon für den. Dann haben wir hier generell Wetzachs. Hier gibt es natürlich auch wieder einen Hardmode, den machen wir hier in dem Fall aber nicht mit, weil das einfach nur side-intensiv ist. Und zwar seht ihr hier so Saronit-Wolken spawnen im Kampf. Das dauert einfach, die spawnen nach einer gewissen Zeit. Und wenn eine gewisse Menge von denen da sind, dann beeilen die sich und dann kommt so ein Saronit-Anima-Golem oder so irgendwie heißt er. Und den müsst ihr dann umhauen und dann erst den Boss. Das ist einfach nur, das dauert einfach nur ewig. Ihr dürft die Wolken nicht töten dabei. Und den Boss natürlich auch nicht, sondern erst nachdem ihr den Anima-Golem besiegt habt. Und das war eigentlich der Hard-Mode für den Boss. Das ist einfach, wie gesagt, nur zeitintensiv und dauert ein kleines bisschen. Und anschließend können wir hier durchlaufen und dann sehen wir da vorne schon, da ist die Halle für Yogg-Saron. Da gehen wir einfach geradewegs rein. Ihr seht hier Sarah. Ihr seht hier immer die Wolken so aufblinken. Wenn ihr durchlauft, könnt ihr die triggern. Das machen wir hier einfach gleich mal bei ein paar Wolken. Das beschleunigt uns nämlich den Bosskampf hier ein bisschen. Ihr seht hier, die Wächter rauskommen, die killen wir nicht direkt, sondern die müssen wir neben ihr töten. Die explodieren dann und geben ihr Schaden, sobald sie auf 1 HP sind oder sie auf 1 HP ist, dann triggert sie die nächste Phase. Und zwar ist das jetzt. Schließlich gehen wir hier aus der Mitte raus und dann taucht auch schon Yogg-Saron auf. Seht hier kurz die Ansprache, die sie nochmal hält und dann kommt der geile Boss, das geile Boss-Model hier raus. Ihr seht, man wird hier immer von den Tentakeln gebackt und rumgeschleudert. Als Paladin kann man die mit einem einfachen Richturteil einfach umhauen. Jede Klasse hat irgendeine Attacke, mit die man sie trifft. Ansonsten tötet ihr einfach alle anderen Tentakel, die ihr hier so rumstehen seht. Umso einfacher ist der Bosskampf nachher für euch, wenn ihr die immer schnellstmöglich umhaut. Kriegt hier immer so Death Coils und so Zeug. Weil mich auch letztens ein Hunter gefragt hat, wie man den schafft. Und zwar als Hunter muss man einfach nur das Pet auf die Würgetentakel schicken. Dann kommt ihr da auch wieder runter. Oder ihr legt einfach unter euch eine Sprengfalle hin und sobald die Tentakel unter euch spawnen, dann löst sich eh die Falle auf. Aus, nicht auf. Und wir warten hier einfach nur, bis die Portale hier spawnen um ihn herum. Damit wir nämlich hier das Schild wegbekommen von ihm, weil momentan erleidet er keinen Schaden von uns. Ihr seht das hier, wenn ich ihn attackiere, immun. Drüben haben wir wieder zwei Tentakel, bin aber gerade im Death Coil. Und jetzt nochmal hier und jetzt gehen wir hier gleich ins Portal, sobald ihr die seht. Die Phase hier unten ist immer verschieden, nicht wundern. Ihr müsst hier einfach nur alle Mobs, die ihr töten könnt, umhauen. Nicht in die Augen sehen, die ihr hier seht zum Beispiel. Da dürft ihr nicht reinschauen, denn ihr habt hier 100 geistige Gesundheit. Sobald die auf 0 geht, dann werdet ihr mind-controlled. Ich meine, manchmal könnt ihr reinsehen. Normalerweise maximal mit 20 solltet ihr in die nächste Phase reingehen. Oder was heißt maximal, minimal. Und anschließend, wenn alle down sind, können wir hier rein und können das Gehirn attackieren. Sobald es down ist, ihr seht es jetzt, kann man es nicht mehr targeten, man wird rausgeworfen hier. Töten hier noch einen Tentakel. Anschließend alle Cooldowns ziehen und einfach voll auf Yogg-Saron durchziehen. Und das war's eigentlich für den Bosskampf schon. Manchmal, wenn ihr wirklich so wenig Schaden fahrt, dass er dazu kommt, dass er so ein violettes Geschoss wegwirft, das seht ihr daran, dass manche Targets einen Pfeil über sich haben. Dann müsst ihr schnellstmöglich mit den Mobs einfach weg vom Boss. Dann explodiert die Kugel und die Kugel hat den Effekt, dass alle, die davon getroffen sind, werden glaube ich 15 oder 30 Sekunden einfach immer für ein paar Prozent ihres Lebens geheilt. Und das ist nicht so gut, wenn es auf dem Boss ist, weil er sich halt dann einfach wieder gegenheilt und das wollen wir ja nicht. Und ja, wie gesagt, das war's für den Encounter. Der größte Anreiz ist wieder für alle hier das Mount. Ich habe schon den Mimirons Kopf, ich kann es euch hier nochmal schnell zeigen. Und zwar ist das der hier, ups, was kommt jetzt hier? Ist das das Mount hier? Das droppt wie gesagt von Yogg-Saron, wenn ihr die Wächter alle nicht aktiviert habt. Und ja, das war's eigentlich für die Instanz. Ich würde mich natürlich wieder freuen, wenn ich euch helfen konnte und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, dann ab damit in die Kommentare. Und vergesst auch wieder nicht, hier mir auf meinen Social Networks zu folgen, beziehungsweise auch auf Twitch. Den Link dazu findet ihr entweder in der Beschreibung oder direkt auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, hoffe, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.